Also das sind dann schon so Sachen, die mich wirklich, die mich aufregen, weil ich meine, ich muss doch die Möglichkeit haben, unterwegs meine Sachen wegzuwerfen, zumindest wegzuwerfen, ne? Ist ja eh schon schade. Ja. Ich habe nirgendwo die Möglichkeit, etwas wegzuwerfen. Ich verstehe nicht. Das habe ich noch nie, aber in keinem einzigen Spiel habe ich das erlebt, dass man die Sachen nicht wegwerfen konnte. Also ich meine, ich finde das brutal, hä? Jetzt kann ich das, jetzt kann ich die ganzen Dietrichen, diese Kutte da nicht aufklauben. Womöglich ist die sehr wichtig. Dein Inventar ist voll. Um Platz zu schaffen, musst du Gegenstände zerstören oder verkaufen. Wie soll ich sie zerstören? Wie? Zum Beispiel, ne, das hier, das haben wir, also nicht das, aber irgendetwas Gestohlenes zum Beispiel. Da zum Beispiel, ne? Zu Plunder hinzufügen, vergleichen, ausrüsten. Ich kann sie nicht zerstören. So, und das regt mich jetzt wirklich auf. Wir haben ja gerade eben, und sehen tue ich auch nichts, wir haben ja gerade eben Sachen verkauft, ne? Zwar nicht viel, aber ein bisschen mehr. Ach Mist. Naja, hier war der einfache Heiltrank. Jetzt müssen wir sozusagen uns wieder ins Dorf befördern und uns diesen verfickten Rucksack kaufen. Dann und uns dann wieder hierher borden, damit wir die ganzen Sachen mitnehmen können wieder. Das ist ja mehr als blöde, ne? Also ich meine, es muss mir doch zumindest die Möglichkeit gegeben werden, die Sachen wegzuschmeißen. Na? Jetzt auch nicht mitnehmen, ne? Sorry. Er kommt gerade zum Husten. Also das regt mich auf. Das ist voll dämlich. Also das ist wirklich voll dämlich. Weil ah, das sind die Kappen der Lähmung, okay.
Also keine Ahnung, irgendwie haben sie das vergessen mit den Wegwerfen können, ne? Also ich meine. Voll absurd. Und da drüben wäre eben wieder ein Leichnam, ne? Den wir plündern könnten. Sehen du ich auch nichts? Das regt mich tierisch auf. Ja, fick dich, Mann. Sollte ich bald mal einkaufen, ja? Aufräumen gehen. Und wie komme ich hier runter? Da geht mir das auf den Sack. Keska hat mich verraten. Ich dachte, das Mädchen wolle diesen törichten Kult vernichten. Doch sie war nur ein Köder. Warum kann ich einen hübschen Barbeine einfach nicht widerstehen? Die verfluchten Narren hören einfach nicht auf, ihre Lieder zu skandieren und sich dieses stinkende Harz ins Gesicht zu schmieren. Kanarok hat mich angeheuert, diesen Kult auszulöschen, aber ich bin nur zu einem weiteren saftigen Happen für seinen dunklen Baumgott geworden. Ein prächtiger Kopfgeldjäger bin ich wahrlich. Sie haben auch andere Leute und Kreaturen wie Vieh und Käfige gepfercht. Wie Vieh in Käfige gepfercht. Wir sind wohl Essen, aber für wen oder was? Ich muss hier raus. Oh, muss ich das jetzt alles lesen? Nein. Mir geht das jetzt auf den Sack. Jetzt müssen wir
Boah, ey, jetzt muss ich hier wieder rausrennen, meine Sachen verkaufen. Hat sie sich wieder aufgeladen, oder was? So, jetzt können wir wieder zurückrennen, ne? Geht mir tierisch auf den Sack. Jetzt kann ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen für nichts und wieder nichts, ne? Ich würde sofort meine ganzen Sachen wegschmeißen. Was heißt ganzen, aber einige. Aber ich kann es nicht, ich kann es nicht. So, jetzt muss ich den Weg wieder zurückfinden. Verirre mich natürlich wieder. Komplett. Verdammt nochmal. Sind wir natürlich ohne Beute, ne? Können unsere Quest nicht abgeben. Also wir können... Jetzt brauchen wir natürlich doppelt so lang für alles. Also das ist wirklich... Und hier sind wieder irgendwelche Mobs. Hier auch wieder was droppen. Ja, können wir alles nicht mitnehmen. Verlaufen wir uns wieder. Na, noch nie erlebt, also in keinem einzigen Spiel, das ich je gespielt habe, und ich habe 100.000 Spiele gespielt. Aber ich habe es tatsächlich noch nie erlebt, dass man die Gegenstände im Inventar nicht wegwerfen durfte. Also das ist ja wirklich ein Witz. Boah, ey. Unglaublich. So, dann gehen wir mal nach Kanarok.
Und holen uns das, was uns gehört, verdammt. Splitterfelstiefen sind das, von denen sie uns erzählt hatten. War aber alles relativ einfach. Es war jetzt nicht sonderlich schwer, ne? Ja, all unser Zeug, was wir gedroppt haben, ist weg. Also das finde ich schon ein bisschen krass, echt. Das regt mich tierisch auf, weil das ist wirklich eine Piesackerei, finde ich. Also ich meine. Schwer. Das lassen wir lieber. Wir haben noch ein paar Dietriche. Hätten wir mitnehmen können. Und da hinten wäre die Truhe, aber die lasse ich sein. Weil die eben schwer ist und die kriegen wir einfach nicht auf, das weiß ich jetzt schon. Versuchen wir mal den anderen Weg zu gehen. Weil ich eben nicht mehr sicher bin, ob wir da auch irgendwelchen Mobs begegnet waren. Und irgendwo waren doch noch welche. Irgendwo war doch noch so ein Skelett. Aber egal, also es war nicht. Ist nicht so wichtig, weil die Beute war nicht sonderlich wichtig, sagen wir mal so. Wunderschöne Blumen. Das haben sie dann tatsächlich wunderschön hingekriegt, ne? Aber die Figuren, ich finde die wirklich sehr schlecht gemacht. Also für so ein Spiel, für so ein riesen Spiel, Mann. Wo man wirklich mega viel Arbeit reinsteckt, ne?
sollte man doch, finde ich, auch unbedingt auf die Grafik achten. Und die ist hier jetzt wirklich nicht so pralle, aber... Aber sagen wir mal so, es ist nicht wirklich schlimm, weil ja der ganze, abgesehen jetzt von dieser Panne, von dieser Inventarpanne, wirklich alles passt. Es ist sehr spannend, finde ich zumindest. Ich spiele es sehr gerne. Und in letzter Zeit hatte ich oft das Problem, dass ich Spiele zwar gespielt habe, aber nicht wirklich so begeistert von war. Nicht, weil sie nicht schön waren oder so, aber sie haben mich einfach nicht wirklich in ihren Bann gezogen. Also es kommt oft vor in letzter Zeit, dass ich eben kein Spiel finde, was mich so wirklich mein Tagebuch. Mitreißt. Ich nehme an, es war nicht allzu schwer zu beschaffen. Was ist mit Horace? Wie tragisch. Danke, dass ihr so tapfer wart, es mir zurückzubringen. Trotz des Schicksals von Horace. Wie vereinbart ist hier etwas Gold für eure Mühe. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Ganz schrecklich, was ihm zugestoßen ist. Ich werde mich an Horace Despero als den tapfersten Gnom erinnern, den ich je getroffen habe. Er war ein großartiger, fleißiger Arbeiter. Diese Einstellung findet man nur noch selten. Ja, ja, kein Wunder. Verbrechenswelle Quest gemeistert. Ja. Sorry, aber das muss ich jetzt machen, lieber Gnom. So. Natürliche Ordnung. Mit Kester Barkley reden. Das Dorf Didenhill wird von Boggarts und der Blutpest heimgesucht. Thaddeus Hall meinte, ich soll mit Kester Barkley in der Dorfmitte reden, falls ich helfen will. Dann machen wir das mal. Da waren wir doch, ne? Können wir schnell hinreisen und mit ihm reden. Bei Mitaro, was zum Teufel wollt ihr? Oh, hallo. Hat Thaddeus euch geschickt? Kester Barkley, bitte verzeiht, ich wollte nicht unhöflich sein. Diese Krise raubt mir noch den Verstand. Ganz genau. Hat Thaddeus euch davon erzählt? Die Boggarts tragen sie in ihrem Gift und sie breiten sie überall aus. Für gewöhnlich halten diese Biester sich von der Stadt fern. Aber offenbar hat ein Jotun die Boggarts aus ihrer Höhle vertrieben. Ihr seid entweder mutig oder töricht. Aber wenn ihr die Jotun tötet, würden die Boggarts uns vielleicht in Frieden lassen. Also gut, reist nach Norden in die Höhle der Boggarts in Kolzbein und räumt sie. Die Jotun aus Kolzbein zu vertreiben, wäre das Beste, was ihr für uns tun könnt. Astrid Frist könnte gewiss auch Hilfe gebrauchen. Auf bald also. So, jetzt bin ich ja überlegen. Schauen wir uns hier doch mal um. Das hier ist das Dorf Didenhill, Reisender. Ich würde was wetten, dass ich jetzt den Händler finde, den ich gesucht habe. Und jetzt habe ich kein Geld mehr. Würde ich fast wetten. Nee, aber da waren wir ja schon. Wir waren hier schon, also. Kann ich euch helfen? Willkommen in unserer berühmten Gewerkhalle. Wenn ihr etwas kauft... Das sind halt die, die man... Ja gut, wir haben ja jetzt... Sprech mit Olin oder mir.
Unsere Türen stehen immer offen. Ja, fein. Wie komme ich hier wieder raus? Wenn ihr in Didenhiel etwas kaufen wollt, solltet ihr Korabanik aufsuchen. Zunderzweig, das am ehesten im Eisengriffstieg zu finden ist, sowie Napoldsborke. Ah, und was für prächtige Exemplare. Nehmt dies für eure Mühen. So. Also einiges haben wir schon gefunden. Dann da sind nur Regale. Dann gehen wir wieder raus und machen die Quest. Kann ich euch helfen? Nein. Ich brauche jetzt mal nichts. Ich hätte gerne Rezepte, aber die finde ich nirgendwo. Kann man ja irgendwie auch nicht droppen, ne? So, also zur Höhle. Müssen wir zu Fuß laufen? Ihr seid in Didenhiel immer willkommen. Seid ihr wegen der Gewerkhalle hier?